Moin Leute, wir machen heute mal wieder einen Nachtisch und zwar ist es einer meiner Lieblingsnachtische der letzten Zeit. Total einfach mit nur wenigen Zutaten gemacht. Ich würde sagen, nicht lange reden. Ich zeige euch einfach mal, wie das geht. Zum Glück ist dieses Dessert auch super einfach gemacht. Als erstes die Bananen schälen, dann auf Blätterteig auslegen und ungefähr so große Stücke ausschneiden, sodass ihr die Banane halbieren könnt und dann noch einwickeln. In die Mitte von jeder Banane kommen dann so 1 bis 1,5 Kinderriegel, je nachdem wie groß die Banane ist und wie viel ihr da drin haben wollt. Und dann wird das einmal eingewickelt und so verschlossen, dass der Kinderriegel nicht ausläuft. Da muss man vielleicht mal ein bisschen üben, das ist nicht ganz so einfach. Vielleicht drauf schauen, dass ihr den Blätterteig so schneidet, dass es ein bisschen einfacher ist. Ich hatte hier so Monsterbananen. Naja, auf jeden Fall wird das Ganze jetzt noch mit Eigelb bestrichen, im Ofen gebacken und so können die Dinger dann fertig aussehen. Richtig geil, richtig lecker. Absolute Empfehlung von mir. Das war es auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, euch hat die Banane gefallen. Ich finde die mega geil. Schickt mir auf jeden Fall mal eine Nachricht, wenn ihr das ausprobiert habt. Ansonsten dem Video gerne einen Daumen hoch geben und um gar nichts mehr zu verpassen, am besten meinen Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal.